Hi, wir sind Daniel und Elisa. Vor über einem Jahr haben wir unsere Wohnung gegen ein Oldtimer-Wohnmobil getauscht und reisen seitdem durch Europa. Diese Woche erkunden wir Bosnien. Vorher erwarten uns allerdings noch zwei besondere Herausforderungen: krank im Wohnmobil und schwere Unwetter in Kroatien. Kroatien haben schwere Unwetter, Überschwemmungen und Sturzfluten ausgelöst. Der Starkregen ließ mehr. Fallen bis zum Wochenende, bis Sonntagabend, bis zu 400 Liter Regen auf den Quadrat. Ich trau mich mal kurz raus. Aus dem Wohnmobil. Wir haben vorher die ganzen Nachrichten schon gesehen, wie Unwetter angesagt ist in Kroatien. Seht ihr da oben, und es donnert richtig schon ziemlich laut und blitzt die ganze Zeit. Es regnet immer wieder heftig, gerade geht's, aber wir sind echt ziemlich froh, dass wir hier auf dem Platz stehen. Ich glaube, da sind wir ziemlich sicher heute. Also laut Karte sind wir am Rande des roten Bereiches, wo die ganzen Unwetter sind, aber man weiß ja nie, aber hoffen, dass es gut ausgeht für uns. Ab jetzt haben wir Camping am See. Es hat sich genau vor uns ein Riesensee gebildet auf dem Parkplatz. Aber der Abfluss in der Mitte, weiß nicht, ob man sieht. Hier scheint noch abzulaufen. Hier 2 Meter nebendran ist, hat sich auch ein See gebildet. Aber das Problem ist nicht, dass das Wasser von oben kam, sondern von unten ein Rohrbruch. Weil hier gibt es einige Stellen. Das sieht aus, wie wenn das Wasser von unten rauskommen würde. Das sieht aus hier wie Quellwasser. Zudem hatte sich bei mir noch eine dicke Erkältung angekündigt. Guten Morgen. Wir hatten eine ziemlich ruhige Nacht. Es hat, glaube ich, bis 5 Uhr heute Morgen geregnet. Ja, aber sonst war es ganz ruhig. Elisa ist auch wieder aufgestanden. Ich glaube, die Stimme ist immer noch weg, aber definitiv besser wie gestern Abend. Draußen regnet es immer noch, aber wir wechseln jetzt einfach mal den Stellplatz. Wir fahren eine halbe Stunde und fahren dort auf einen geteerten Parkplatz. Außerdem müssen wir was einkaufen. Hier hat es auch noch einen Supermarkt. Also wir sind angekommen. Es ist der Parkplatz einer KZ-Gedenkstätte. Weiß nicht, ob das so ein guter Parkplatz für ein Stimmungstief ist. Ja, ich denke, heute wird nicht mehr viel passieren. Wir werden wahrscheinlich uns jetzt noch was zu essen machen und dann einfach auf dem Sofa einkuscheln mit einer Decke.
Morgen. Uns geht es heute schon wirklich viel, viel besser als gestern. Daniels Kopfweh ist weg und ich habe jetzt nur noch dieses, ja, ein bisschen beschädigte Stimme, aber sonst geht es uns wirklich wieder gut. Und die Sonne scheint, der Regen hat aufgehört. Also, auf heute geht es wieder bergauf. Daniel hat eben unsere Heizung draußen mal angemacht. Wir haben eine LPG-Gasflasche dabei, die wir an jeder Tankstelle wieder befüllen können. Das ist wirklich sehr geschickt. Wir haben allerdings alle Fenster offen, wie ihr sehen könnt. Wir haben die Heizung das letzte Mal letzten Winter in Portugal gebraucht und da hat sich einiges an Staub in den Heizungsrohren angesammelt. Und das müssen wir jetzt einmal alles rausblasen lassen. Ganz gut, dass wir das heute machen, wo es noch nicht ganz so kalt ist. Es hat etwa 10 Grad. Und ja, dann ist unsere Heizung wieder gerüstet. So, die Entscheidung ist getroffen. Wir fahren heute nach Bosnien. Ich bin zwar immer noch nicht hundertprozentig auf der Höhe, aber für die Grenzüberfahrt wird es reichen. Und was wir noch so alles erledigen müssen, wenn wir das Land wechseln. Hier in Bosnien haben wir kein Roaming mehr. Deswegen haben wir jetzt unsere Daten schon deaktiviert am Handy. Und das wird das Erste sein, was wir dann machen. Wir gucken, dass wir wieder Internet irgendwo bekommen. Ja, wir haben alle Unterlagen hergerichtet. Sind wir mal gespannt, was wir zeigen müssen. Im Moment stehen wir hier an der Schlange und es geht nichts vorwärts. Der Grenzübertritt war ziemlich einfach. Pässe gezeigt, haben Stempel bekommen und durften durchfahren. Tankrechnung, was haben wir gezahlt? Wir haben für 63 Liter 209 bosnische Mark gezahlt. Das sind ungefähr 100 Euro. Haben wir eigentlich schon erwähnt, wie unglaublich happy wir sind, dass die Sonne wieder scheint? Sieht irgendwie ein bisschen mehr aus wie ein Baumarkt hier. Baumarkt oder Ikea. Aber auf Google Maps stand es eine Mall. Gehen wir mal rein. Es ist echt immer richtig super spannend, in Supermärkte im Ausland zu gehen. Es ist einfach alles. Leider immer noch ohne Internet. Es war irgendwie so eine Mischung aus Kaufland, 1-Euro-Laden und Baumarkt. Also ganz verrückt. Dafür haben wir jetzt aber Eimer gefunden und Sprudel. So, jetzt sitzen wir hier mit unserem Eimer und ohne Internet. Machen wir jetzt? So, angekommen für heute. Wir stehen auf einem Parkplatz bei einem Kloster. Wow, die Anfahrt war echt der Wahnsinn hierher. Richtig, richtig tolle Landschaft. Ja, der Parkplatz ist recht groß und wir haben kein Campingverbotenschild gesehen. Ich denke, man kann hier stehen. Vielleicht zeigt euch Daniel nachher auch noch das Kloster. Ist nämlich auch ziemlich schön. Ja, ansonsten bei mir geht heute nicht mehr viel. Ich werde mich hinlegen und noch ein bisschen ausruhen. Schwitzen. Ich war gerade unten an so einem coolen kleinen Wasserfall, habe ich mir noch schnell angeschaut. Das ist unser Stellplatz hier für heute Nacht. Hier stehen wir und hier ist das schöne Kloster.
Guten Morgen aus Sarajevo. Guten Morgen. Wir haben ja auf einem Parkplatz übernachtet, auf einer Wiese. Wir haben 5 Euro gezahlt, der Besitzer war so nett. Wir haben erstmal Gemüse bekommen, Gurken, Paprika und alles. Eine Flasche Wein. Eine Flasche Wein. Wir haben einen kleinen Schluck probiert. Geht so. Und ja, heute wollen wir uns Sarajevo angucken. Auf 13. Juni nach Nordwesten Richtung Olovaca starten. Sache, wenn man sein ganzes, ja, sein Zuhause, seine Heimat auf so einem Parkplatz in der Stadt stehen lässt, ist es immer ein schlechtes Gefühl. Und man ist einfach total froh, wenn man wieder zurückkommt und alles an seinem Platz ist und eine Scheibe heil. Und wir sind nochmal 130 Kilometer gefahren nach Mostar, sind ja auf einem Campingplatz angekommen und wahnsinnig herzlich empfangen worden. Das ist unglaublich gewesen, der Empfang. Wir erzählen nächste Woche. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für eine für uns sehr aufregende Woche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal, lasst gerne einen Daumen hoch und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann, ciao. Ciao. Bosnische D-Mark, glaube ich, sind das. Bosnische Deutsche Mark. Im Sieg zum Wasser. Ja, heute wollen wir uns Sarajevo angucken. Macht's gut, gute Reise. Dankeschön. So, wir sind mit Sarah.